Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 20 Hockey Ultimate Team. Wir spielen heute mit Trevor Seager, das ist unser erstes Spiel. Gegen diese Mannschaft. Angeführt von der Capitals war Hathaway, Kuznetsov, Ovechkin, dahinter Buchnevich, Thomas Pasternak, Kadri, Granlund und Mercer, Strange, Spatman, Denoyer, Theodore Subin Verteidigung, McAvoy, Fowler Verteidigung, Ekestal, Jonsson, Termanes und im Tor Jonathan Quick und Felix Brückmann. Gucken wir mal. Superstar. 4 Minuten. Uff geht's. Ich bin so gespannt, wie er sich schlägt. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin so gespannt. Dreiseitel bleibt Captain. Das Einzige, was ich jetzt ändern wollte. Oh, ein zweites A. Wir hatten noch mehr A's. Crosby. Kapitänsamt entfernen. Anpassungsobjekt zuweisen. Ein A hinzufügen. Jawohl. Trevor Seagrass kriegt das A. Auf geht's. Hat ja Oates drittes Auge ersetzt praktisch. Bin super gespannt, wie der sich schlägt. Wie gesagt, Trevor Seagrass kannst du im weiteren Spielverlauf und in weiteren Events dann theoretisch auch Flügel verfrachten, je nachdem, was du halt noch kriegst an Spielern. Aber ja, bin super gespannt. Wir spielen zu Hause. Staples Center. Da hat sie Kalifornien gegen Team of the Week. Trevor Seagrass mit der 46 übrigens, wenn ihr ihn sucht auf dem Eis. Nicht von Anfang an. Starting 6 hat er nicht geschafft, ist aber vollkommen okay. Gegen Crosby, Giroux und KKG braucht es ein bisschen, um sich durchzusetzen. Aber die Jungs legen eh gleich wieder los wie von der Feuerwehr. Nee, nicht unbedingt der Bombenpass von Giroux. Ovechkin gegen Crosby. Crosby schön dazwischen. Firo. Ovechkin. Und Giroux. Giroux. Firo. Oh, das ist Tripping, wollte ich gerade sagen. Das ist safe ein Tripping Call. Penalty Kill 1. Und jetzt haben wir ihn auf dem Eis. Trevor Seagrass. Zusammen mit niemand geringerem als Nathan MacKinnon. Jones kommt nicht hin, alles gut. MacKinnon. Seagrass, da drüben läuft er. Die 46. MacKinnon! MacKinnon. Wer sonst? Wir haben sonst niemanden, der Tore schießt, wisst ihr? Muss Nathan MacKinnon machen. Schöne Bude. Toll vollspreckt. Geht er schön durch. Jonathan, ja, ich kriege keine Chance, viel zu weit draußen. Keine Chance. MacKinnon trifft. Seagrass zwar auf dem Eis in Unterzahl, kriegt einen Punkt dafür. Aber, also ein Plus 1, aber sonst nichts. O'Reilly. O'Reilly Kane. O'Reilly. Und Kane nochmal. Kommt aber nicht hin. Trevor Seagrass beim Face-Off. Das ist jetzt die Sachen, die wir trainieren müssen mit ihm. Was ist bei ihm der richtige Move? Oh ja. Definitiv. Fliegt durch die Beine durch. Definitiv Rückhand-Bully. Muss schauen, ob der Online dann genauso gut funktioniert. Wie jetzt offline. Strafe ist abgesessen. Seagrass sofort zur Bank. Fleury im Tor. MacKinnon. Giroud, Jones. Und der geht. Mit dabei ist niemand geringeres als Sidney Crosby. Der kommt aber nicht hin. Fowler. Thomas. Pasternak gegen Lidström. Pasternak setzt sich durch. Thomas. Buchnevich. Fowler. Thomas. 1-1. Das war ein bisschen zu einfach. Vor allem der Abschluss war auch zu einfach. Schluss war mir da ein bisschen viel zu einfach.
Bin ich nicht so ein Fan von, wenn man so einfach zum Abschluss kommt. Oh, McDavid war abseits. Das war abseits, mein Freund. Bleibt beim 1-1. Kommt die zweite Reihe raus. Letzte Verteidigungsreihe. Theodore. Letang. Seagrass. Dreiseitel. Puljujarvi. Seagrass. Nächster Bulli-Sieg. Das ist doch wichtig. So schön zu sehen. Theodore. Share. Theodore. Ja, wenn er nicht weggecheckt wird, könnte, hätte Seagrass zum Schuss kommen können. Aber gut, macht nichts. Letang. Ewig keinen Schuss mehr aufs Tor gelassen. Seagrass schlägt sich gut. Kannst du sagen, was du willst? Ja, der erste Bulli, was jetzt mal nicht gewinnt. Puljujarvi. Seagrass sofort mit nach hinten. Macht er gut. Der gut hat halt auch 98 Defensivbewusstsein. Kommt einem natürlich schon zugute. Ich hätte natürlich gern gehabt, dass wir Stützle auch noch ausgebaut hätten. Das können wir immer noch machen. Auch wenn das Event rum ist dann. Weil das wird einfach einige Zeit in Anspruch nehmen. Trevor Seagrass, erster Schuss. Why not? Thumbnail wäre er hiermit schon mal. Oh, nehmen wir doch das, das schaut besser aus. Subban auch noch mit drauf, das wäre, ist ja Bombe. Schiedsrichter auch noch. Wahnsinn. Gibt sich Mühe in seinem Debüt, der junge Herr. Definitiv. Da schicken wir erstmal O'Reilly, Kane, Kucherov und Ovechkin raus. Kucherov ist auch noch ein Power-Up, was ich gerne hätte. Habt ihr sich vorhin uns überlegt, dass wir tatsächlich Landeskog und Co. auseinanderbasteln? Macht ja nur Sinn. Also auch McInnes zum Beispiel. Und McInnes, wenn wir den aktuell eintauschen, nee, der ist nur 85 und könnten mit Stone theoretisch eintauschen. Auf die Spieler, die wir jetzt hier haben. Eh zu viele von diesen Power-Ups, von diesen X-Factor-Spielern. Die haben teilweise mit die besten schon. Also wenn jetzt Crosby und Koke gehen noch ziehen, okay, das ist eine Sache, also eine Sache. Ja, kommen wir jetzt auch gerade nicht mehr vorne durch, gell? Kuznetsov. Letang. Mit dem Check. Headman, guter Schuss. Kuznetsov gegen O'Reilly. Hathaway gegen Hedman. Oh, macht er gut, Hathaway. Ja. Hahaha, niemand Geringeres. Ja, das ist Nikita Kucherov. Das ist genau das, warum ich immer sage, wenn wir die Chance haben, Nikita Kucherov als X-Factor-Spieler zu kriegen, müssen wir ihn nehmen. Das geht gar nicht anders. Sind genau die Situation, warum du solche Spieler brauchst. Schnappt sich den Schläger, beziehungsweise die Scheibe vom Schläger. Der Gegner weiß noch gar nicht, was Sache ist, da ist die Scheibe schon drin. Crosby, Crosby! Und es ist Sidney Crosby! Das exakte Paradebeispiel. Was ich gerade beschrieben habe. Du hast manche Spieler, wenn die einen Fehler sehen, die nutzen ihn eiskalt aus und Sidney Crosby in dem Fall perfekt gemacht. 3-1.
zwei Tore in dem Drittel, die ich jetzt so nicht ganz habe kommen sehen. Zumindest nicht auf dem Weg, wie sie passiert sind. Vor allem wichtig ist auch wieder der Doppelschlag wieder. Es ist, ja, es klingt so blöd. Crosby legt da fast noch einen hinterher. Crosby, Lidström, guter Schuss, Crosby, oh, Verteidiger im Weg, sage ich da nur. McDavid, uff, ja, da kam noch jemand. Da stand Pasternak wieder auf, bisschen früher als erwartet. Lidström, Thomas, Fleury, probieren wir es nochmal, dass wir die Scheibe rauskriegen, jawohl. Und das ist Claude Giroux, oh, hoppala, war zu einfach, die Scheiben oben rum. Passt, 3-1 nach 20 Minuten, guter Einstand. Fleury musste dann dummen Treffer hinnehmen, das stimmt. Andererseits muss ich dann wieder sagen, Nathan MacKinnon, der ist im Moment auf einem anderen Weg, der Kerl. Unfassbar. Das ist unfassbar. Was der mit zusammen spielt, das ist Wahnsinn. 11 Torschüsse, 3 Tore, passt. Man legt die Scheibe ab für Makar. Ah, Makar, das ist ärgerlich gewesen. Nee, kann sie nicht halten. Ovechkin. Hathaway. Fleury. Makar. Gut gemacht für Makar. Giroux. Das ist super. An dem flitzt er vorbei. Giroux, Crosby, nein. Kuznetsov. Dreiseitel, ja. Oh, da geht ihm die Energie aus. Seagrass aber sofort hinterher. Seagrass, der Check war nicht gut. Aber ist okay. Sei ihm verziehen. Erstes Spiel. Seagrass, schöne Puckeroberung kurzzeitig. Puljujavi und Trevor Seagrass. Gegen PK Subban. Trevor Seagrass. Außenrum Trevor Seagrass. Trevor Seagrass. Und wieder Seagrass. 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 Why not? Man kann es ja mal probieren. Vuhnovic. Seagrass geht wechseln. Ja, er arbeitet schon. Hat aber bisher nicht so viel Scheibenglück, um ehrlich zu sein. Oh, Fleury, wo soll er denn sonst hinpassen noch? Fleury guckt da etwas überrascht. War für mich jetzt weniger überraschend, dass da der Pass hätte kommen können. Ja, Scheibenverlust war blöd. Was hätte denn anderes noch kommen sollen? Bisschen komisch, Matthews jetzt noch eine Reihe weiter hinten zu sehen. Wie gesagt, wir haben vorhin gerade gesehen, warum Kucherov sagt, nee, ihr könnt mich nicht draußen lassen. Und da muss ich sagen, ja, da hat er recht. Da hat Nikita Kucherov einfach recht. Oh, Quick. Alle, unsere Gegner arbeitet ein bisschen mehr als wir, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn es so der Computer ist. Die Arbeitsrate ist gut. Matthews. Hab da nicht sehen können, wo die Scheibe hätte hinkommen sollen. Fehler, Matthews. Quick, passt auf. Wollte eigentlich einen Querpass spielen vom Tor, aber da stand niemand. Giroux, Crosby, McDavid.
Hinten Makar und Heppel. Crosby gewinnt das mal nicht. Oh, sofort zwei Leute hinterher. Crosby. Gut gelöst. Die Scheibe kriegen wir im Nachfassen. Maka, Hedman, Schuss kommt. Boah, guter Schuss. Knapp am Kasten vorbei. Kadri. Gut gemacht, McDavid. Crosby. Sidney Crosby. Sidney Crosby, da ist keine Möglichkeit. Gar keine. McDavid, Crosby. Granlund. Im Zweikampf. Nasser Giroud. Oh, knapp an der Strafe vorbei. Bein hat da schon gezuckt. Vom Gegner. Mercer. Gut geblockt, gut gemacht. Ja, und jetzt sind wir aber wieder so weit. Ja, wir kriegen die Scheibe nicht weg. Das ist eine Sache. Aber Fleury macht es ihm jetzt auch nicht wirklich schwer zu treffen. Der Satz ist jetzt speziell an einen Kommentar gerichtet, den ich letzte Woche hatte. Schiebt nicht immer die Schuld auf die Torhüter. Weiß ich nicht. Ist es mein Fehler, dass Crosby eigentlich neben dem Tor steht? Erklär mir das doch mal. 3-3. Schade. Weil wir, ja, wir kämpfen hinten schon. Wir kriegen die Scheibe halt auch nicht so weg, wie wir es bräuchten. Das ist, ja, die andere Seite. Let's try. Das ist auch so eine Szene, wo ich sage, ja, weiß ich nicht, warum der Pass jetzt da durch. Weiß gar nicht, wer das war. Der gelaufen ist Kucherov, glaube ich. Hier. Das ist jetzt nicht so ein Pass, wo ich sage, er versucht ihn anzunehmen. Aber fast halt einfach komplett daneben. Okay. Mei. ...16:4 Bullies. Normal darf dieses Spiel gar nicht so eng stehen, wie so ein Mendes. Lidström. Ovechkin. Wer ist da mit dabei? O'Reilly ist mit dabei. Ovechkin außen entlang. Der Mann hat halt jetzt 90, Ovechkin! Das ist die, wollte gerade sagen, weiß nicht, warum er da gepasst hat. Ovechkin gegen Jones, Kuznetsov, Hathaway. Ja, wieder kriegen wir die Scheibe nicht weg. O'Reilly. Die Bande entlang. Ryan O'Reilly. Na, spielt die Scheibe wieder nicht raus. Sondern so, dass Ovechkin sie halt direkt aufnehmen kann. Jones kriegt sie auch nicht. Kucherov muss aufpassen mit seinem Schläger. Hathaway. Jupp, wir verspielen im zweiten Drittel eine 2-Tore-Führung. 3-3 nach 40 Minuten. Zwei dumme Gegentore. Aber vor allem dumm das dritte. Das hätte nicht sein müssen. Das dritte hätte nicht sein müssen. Crosby. Crosby hat mir gerade schon... Oh, diesmal passt. Oh, Quick aber auf. Ich habe auch Glück gehabt, dass er da hinkommt. Crosby war nämlich schon eigentlich auf einem guten Weg. Makar. Kuznetsov. McDavid. Crosby. Crosby. Sidney Crosby verliert die Scheibe nicht. Sidney Crosby, Jonathan Quick. David. Gut gemeint. Oh, kriegt die Scheibe weg da hinten. Crosby fängt sie aber wieder raus. Sonst lassen wir unsere Leute mal sortieren.
David McDavid, jawoll. Wollte gerade sagen, ein bisschen kurz sortieren lassen. Mal kurz warten. Kurz mal wissen, wo Giroux und Co. stehen. McDavid 3-2, erneuter Führungstreffer. Und Reihe 2 darf raus mit Trevor Zegras. Zegras hat das sofort gemerkt. Hey, pass auf, ich habe einen Verteidiger verloren. Hinter mir, mit Makar. Muss man ihm lassen. Kuznetsov, Alter, ist wieder Tiki-Taka des Todes gefühlt. Boah, starker Schuss. Hoffmann. Hoffmann sag ich schon. Hedman. Das ist drei Seitel. Ball ist Puljuchavi mit dabei. Puljuchavi! 4-3. 5-3. Oh, tat er gut. Puljuchavi steht da genau richtig. Kann den eiskalt ausnutzen. Doppelschlag. Wieder schnell hintereinander. Wieder eine Zwei-Tore-Führung ist. Wenn wir das jetzt halten bis zum Ende, kann Zegras hier ein Empty-Net-Tor machen. Würde ich mich nicht beschweren. Zegras verliert man, Bulli. Soll vorkommen. Oh, Buchnevic. Flurry. Jones. Jones. Zegras. Zegras. Oh, fällt hin. Drei Seitel. Ja. Schläger verhakt. Jones. Zegras. Buchnevic lässt ihn ein bisschen blöd ausschauen. Buchnevic, drei Seitel. Puljujavi. Oh. Matthew Zegras ist schon wieder raus. Drei Seitel außenrum vorbei an Subban. Spielt die Scheibe rüber. Oh, fast ins Kurzeck. Puljujavi hätte davon profitieren können. Drei Seitel. Oh, an die Latte. Matthews, Puljuchavi, nein. Oh, Wahnsinn. Man merkt, dass das diese alte Reihe ist. Die Matthews, Puljuchavi, KKG. Drei Seitel, wieder zu hoch. McKinnon ist, ah, schade. Sind sie sich kurz uneinig gewesen. McKinnon, Theodore, spielt die Scheibe raus, Mercer. Drei Seitel holt sie sich wieder. Kickt sie tief, bringt nichts. Thomas. Kadri gegen Lidström. Ein-Mann-Armee. McKinnon. McKinnon. Oh mein Gott. Wieder Nathan McKinnon. Matthews, macht ihn nicht. Das sind halt die Dinge, wo ich sage, bei Matthews, die muss er machen. Wenn er so ein Ding kriegt, wo das Tor so offen ist, die muss er halt einfach machen. Aber da bleibt er wieder im Schoner von Quick hängen. Kucherov, Kucherov, Kucherov. Hinterm Tor verliert er die Scheibe. Theodore, gut. Flurry spielt mit. Letang ist einer von denen, die ersetzt werden könnten. Nächsten Freitag. Ja, aber schade, da kann der Pass ein bisschen zu früh. Ist okay. 2:42. Trevor Zegras hat immer noch die Chance auf sein Empty-Netter. Außer Chef Theodore, nein! Verhunzt er ihm nicht. Verhunzt er ihm nicht. Giroux. Hathaway, Letang, gut gemacht. Von den zwei Pinguinen. Empty-Net. Trevor Zegras. Trevor Zegras. Jawohl, empty. Oh! Und dann wird es ihm auch noch geklaut. Durch Abseits. Durch Abseits wird es ihm dann auch noch geklaut. Ich glaube, es hackt. Alle auf der Suche nach Trevor Zegras. Er hat sich's halt echt verdient. Er hat sich's halt echt verdient. Jetzt nicht unbedingt den besten Auftritt gehabt. Puljuchavi, Zegras.
Seagrass, mach ihn! Oh, Seagrass! Der kriegt's nicht hin, er kriegt's nicht hin. Das wird nicht mehr reichen am Ende. Schade, ich hätte es ihm so gegönnt. Ich hätte es Trevor Seagrass so gegönnt. So ein guter junger Spieler. Scheibe geht raus. Jetzt somit läuft die Zeit ab. Sieg 5-3. Biegen und brechen ein bisschen, aber trotzdem. Sieg ist Sieg. Flurry mit, ja, zwei dummen Fehlern. Kann passieren. Einer darf nicht passieren davon. Aber trotzdem. Immer noch weniger Patzer als man die anderen heute. Davis Tore waren halt das Wichtige. Trotzdem, Seagrass, unser Thumbnail heute. Hat er sich für TM. Seagrass war schon gut. Er war gut. Hat er nur leider die Tore nicht gemacht, die hätte machen können. Passiert. Erstes Spiel. Soll natürlich alles perfekt laufen, aber Mai ist so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao und Fabi, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und ja, dann hoffen wir, dass wir wieder ab morgen 5 Siege holen können. Oder zumindest 4. Das wäre schön. Hier in Division 5. Bis dahin, ciao und ciao, bleibt gesund. Wir sehen uns.